bei 12. Ja. Passiert ja nichts. Nein, 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 scheiße! Der nächste schlägt die andere. Leute, servus. Schön, dass ihr eingeschaltet habt auf meinen Kanal. Ich bin jetzt schon beim Bushcraft-Treffen und beim Aufbauen auch, wie man sieht. Ich habe einen schönen Platz gefunden hier oben. Und ja, da baue ich jetzt mein TCOP-Zelt wieder auf, was ich immer hier gerne mitnehme. Wenn es schlechtes Wetter ist, dann ist es halt eben doch recht stabil, das Ganze. Und kann nichts passieren. Erprobtes Zeug eben. Es sind auch schon ein paar Leute da. Das sehen wir dann gleich. Wenn ihr genauso gespannt seid, wie es wird das Wochenende, dann bleibt es auf jeden Fall dran. Heute nicht alleine gekommen, René mitgefahren, das ist aus meiner Gegend und der ist auch zum ersten Mal hier auf unserem Treffen und möchte sich das Ganze mal anschauen und das Hobby dann auch eventuell, wenn es ihm taugt, soweit betreiben. Ist das richtig, oder? Alles klar. So, jetzt kommt der eigentliche Teil, das Gemütliche. Feuer brennt noch nicht. Doch, ja, du musst aber auch. Da sitzt der Bushcraft Marian. Schaut mal bei seinem Kanal vorbei. Ja, der Tom ist jetzt längere Zeit im Gefängnis gewesen und jetzt hat er sich diesen tollen, tollen Teller mitgenommen. Und ein Stück Salbe. Ist gut, oder? Ja, sehr gut. Super. Wie daheim, ne? Ja, klar. Hinter schwedischen Gardinen. Zum Wohl. Zum Wohl. Keine kritische Aber die halten ja. Den habe ich kaputt. Den gut. Kann ich nur empfehlen. Ja. So wollte ich es immer haben. Ja. Guten Tag, Tom, der Infiltrator. Mir geht es wieder gut. Den Sven, glaube ich, auch. Auf jeden Fall, bei der netten Gesellschaft muss dann ja gut gehen. Oh, da sagst du was. Oh. Hey, Kuschelrunde. Einen haben wir hier. Muss der zweite begleiten? Den kannst du ruhig rumreichen hier. Den brauche ich. Danke. Thank you.
Perfekt, Lagerfeuer, coole Leute. Und alles passt bei euch? Ja! Alles Roger und Kambodscha! Alles Lud auf Boot! Kurz vor 12 und jetzt ist Schlafenszeit. Die meisten oder eigentlich sind alle gegangen. Unten war ein schöner Abend am Lagerfeuer. Und ja, so hat alles gepasst. Es nieselt ein bisschen. Tja. Schauen wir mal, wie die Nacht wird. Ich denke mal ganz gut, aber es ist brutal warm im Zelt. Oh Mann, das muss ich erstmal alles dann aufmachen. Ringsrum. Das ist momentan so abgeöffnet. Ich wollte schon sagen abgespannt, aber ich meine geöffnet halt, dass ein bisschen Luft zirkuliert. Das werde ich noch ganz runter machen. Dann wird es vom Klima her schon angenehmer werden. Ja, da ist der Defense 4, der Carinthia, fast schon zu viel für diese Temperatur. Okay, na dann, gute Nacht. Morgen Leute, ja, es regnet. Die ganze Nacht hat es geregnet. Schöne Sache. Naja, es ist jetzt so 9 Uhr circa. Jetzt werde ich langsam aufstehen und runterschauen, was die Leute so machen. Genau. Moin. Guten Tag. Morgen. 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 Und? Gut geschlafen? Ja. Ey, jetzt weiß ich auch, wo meine Tüte ist. Auch schön. Schnitz. Außer Bier trinken. So, nachher ein paar Leute interviewen und dann schauen wir uns ein paar Setups an, wie die Leute hier so pennen und so weiter. Das, glaube ich, wird ganz spannend. So, lieber Tommy, jetzt bauen wir mal deinen Sitz da auf. Zumindest probieren wir es. Dreibein steht schon. Schauen wir mal, wer der Mutige ist, der es ausprobiert. Ich, ja! Aber weiß jetzt jemand, wie es geht? Noch nicht. Prototyp. Auf jeden Fall müssen wir unten noch die Querstange reinbasteln, sonst läuft es nicht. Und jetzt kannst du schießen. Tu mal die Füße nochmal hochheben, ob das auch wirklich was ist. Nein. Hey, zweifelst du an unserer Konstruktion? Komm, das war auf gute Wert. Tommy, das ist richtig gut. So, jetzt Bestellung aufgeben, bitte. Wer ist der Erfinder? Cool. Der von den Tischen. Das ist echt voll bequem. Das ist ich kann die Füße schon oberhalten. Ja, genau. Das ist ja nichts. Ah, nein, Scheiße. Der nächste schläft die andere. Ja. So Leute, jetzt schaue ich mal ein bisschen über den Platz und die Setups an. Mal schauen, wie ich da erwische. Ich glaube, ich suche mal einen Sven zusammen. Fange mit ihm an. So Sven, du schläfst in der Hängematte. Jawohl. Hier ist dein Setup. Dann gehen wir mal rein, oder? Ja, genau. Okay, das ist das Tarp von Helikontex. Das ist ein 3x3 Meter Tarp. Super Tarp, oder? Ja, ja, sehr. Bin ich sehr zufrieden. Dann eine Hängematte von der Firma Nature Fun. Als Schlafsack verwende ich den von der US Army. Welchen? Dieses Komplettset, das MSS-System. Und wer bist zufrieden? Sehr gut. Das sind zwei Schlafsäcke und ein Biwaksack. Die kannst du miteinander komponieren und kannst bis zu minus 20 Grad draußen schlafen. Cool. Ich selbst habe minus 11 getestet. Keine Probleme. Als Hängematte habe ich hier noch Isomatte habe ich die von Schweden noch mit drin, die von der Firma Jöckel. Die ist genial.
Hier auf dem Buschkrafttreffen, Herbsttreffen am Berg von unserer Facebook-Gruppe. Und ich habe hier den Stefan von Outdoor Chiemgau. Sehr schön. Und ja, was ich fragen wollte, wie gefällt es dir denn bei uns so? Super, ist cool. Ja? Haufen nette Leute, war ganz lustig, muss ich sagen. Wunderbar. Kommst wieder, oder? Denk schon, ja. Highlight für dich? Mein Durchbruch. Yeah. Ja, genau. Ja, also wie gesagt, war super grillen, großes Lagerfeuer, gemütlich, lustig. Ja, passt. Und du hast auch einen Kanal, den kannst du gerne mal vorstellen. Mein Kanal ist Outdoor Chiemgau. Ich bin wie der Bernd draußen im Wald natürlich und zusätzlich bin ich noch in der Katastrophenhilfe unterwegs. Also schaut es einfach mal rein. Der ganze Kanal ist eine Katastrophenhilfe, oder? Gut, danke dir. Schaut mal rein bei ihm, ist bestimmt gut. So, jetzt haben wir beim Bernd, der stellt uns jetzt sein Schlafsetup vor. Mhm. Erklär mir, was ist das für Zelt? Das ist das Eureka TCOP Army Zelt. Sehr robust, das habe ich auch schon mal in so einem Video bei mir vorgestellt. Schaut cool aus. Tipptopp, es war auch nass, aber ist jetzt auch wieder super trocken geworden. Obwohl es halt auch innen ein bisschen nass war. Das passt jetzt wieder. Das Schöne ist bei dem Zelt, man kann von beiden Seiten reingehen. Ah cool, und das 2 Apsiden oder wie? Ja. Oh geil, das ist ja cool. Schaut so aus. Und was haben wir dafür? Nein, das ist sogar von Johannes Vogel. Ja, genau. Immer den vom Sepp. Da habe ich einen Tatonka Packsack, da ist mein Rucksack drin. Den Eberle Stock Terminator habe ich da eingepackt. Mhm. Gut, und das ist dann halt mein Saustall da. So, René, was hast du für ein Schlafsetup? Ich habe das Coleman Cobra 2. Ein Zweimannzelt. Ich nutze es aber als Einmannzelt. Ein Eingang an der Seite, wo ich meinen Rucksack theoretisch reinstellen hätte können. Und die Schlafkabine. Die Schlafkabine ist hier mit Moskitonetz. Ein kleines Fenster, durchlüftet ist. Hier drin habe ich eine Thermarest. Für 2 Mann, oder? Theoretisch für 2 Mann, ja. Echt? Genau. Theoretisch für 2 Mann ist ziemlich groß. Also wenn man mal reinschaut, genau. Sieht man es auch. Also das ist okay, jetzt, schon groß. Ja. Ein Thermarest, das ist Sinmet und dann das X-Speed das Ultra Light. Schieß mich tot. UL-M. Genau. Dann habe ich drauf vom UL7 ist das, genau. Genau. Vom Berger ist zusätzlich noch so eine, ja, eigentlich ein Schlafsack, ein Sommerschlafsack ist das, ein Deckenschlafsack. Und hier von Freetime aus dem Sportcheck, ein Schlafsack, Sommer-Winterschlafsack bis minus 7 Grad. Habe eben halt hier auf der Seite Platz, was hinzustellen. Kann in die Kabine reingehen und die andere Seite aufmachen. Okay, beidseitig. Und habe auf der Seite auch noch eine Möglichkeit, was reinzustellen. Also nur mal so absieht. Dann ganz genau dasselbe nochmal. Ja. Bloß, dass eben halt da kein Eingang ist. Ach Finde so. Ich jetzt als Nachteil. Was sagst du zum Zelt an sich? Das Zelt an sich gefällt mir ganz gut. Was mir nicht gefällt, ist, wenn ich das jetzt komplett abspanne mit diesen Haken hier oben, ist das Problem, kriege ich den Reißverschluss nicht mehr richtig zu. Oha, zu Spannung, oder? Zu viel Spannung. Aha. Ja. Deswegen lasse ich es ab. Ich habe das schon mal im Video bei einem anderen Kollegen gesehen. Der hat das auch so gemacht. Und das ist nachvollziehbar. Also ich lasse es dann ab. Stabilität des Zeltes ist trotzdem gewährleistet. Ist absolut dicht. Passt. Wie hast du geschlafen? Ich habe super geschlafen. Einwandfrei. War warm gewesen. Zu warm. Also der Schlafsack ist viel zu warm für die Jahreszeit. Was wiegt das Zelt? 1,7 Kilo ungefähr. So, hier habe ich einen Sven, da unten mit Hund. Und der Sven zeigt uns sein Schlafsetup. Ja, ich bin wie immer minimalistisch unterwegs, ja, ihr kennt mich ja, Ultralight, ganz kleine. Also kleinerer Fernseher als beim letzten Mal. Ja, genau. Okay. Und also ihr seht halt hier heute wirklich krass, also Survival, brutal. Shelter. Minimalist. Das Respekt, also schon genau. Mal vorher. Also ich komme von 7 Tage Messe und wollte jetzt hier Glamping machen und habe dementsprechend hier 2-Zimmer-Wohnung dabei. Das gibt etwas untypisch heute. Wobei das eigentliche Highlight ist nämlich der Hundeschlafsack. Der Hundeschlafsack. Das ist geil. Das gibt so Hundeschlafsack. Ja, ja. Von Amazonas habt ihr jetzt auch Hundeschlafsäcke. Amazonas macht jetzt auch Hundeschlafsäcke. Genial, ist das sowas. Das ist genau. Süß. Cool. Das ist jetzt quasi hier. Underkill Upcycling. Super. Genau, funktioniert super. Ja, wäre doch mal ein Sonst Lützig für euch. Absolut. Passt, oder? Schlafsack, ja, was hast du da noch dabei? Irgendwie völlig oversized. Ah ja. Mountain Equipment. Genau. Es ist wirklich so eine 2-Zimmer-Wohnung eigentlich eher. Ja,
so schlecht finde ich es für ihn. Das finde ich total super. Ich wollte da du bist live auf Sendung. Hey Mariam, in geiles Farbe Setup. Oder schwarz-weiß? Erzähl mal ein wenig von deinem Setup hier. Ja, das ist finnische Tarp hier. Habe ich mit zwei Ultralight-Trekkingstöckern aufgebaut. Die nehme ich auch gerne her, wenn man mal keinen Stock in der Nähe hat. Dann habe ich hier die Expert Downmat unten drunter. Ja, ich habe das Setup eben so aufgebaut, dass ich hier unten keine Bodenplane benötige. Das ist einfach das Stückchen Tarp mit hergenommen und durchgezogen. Mhm. Ja. Dann habe ich hier so ein Reisekissen dabei. Die Aufblasbahnen habe ich jetzt nicht mehr, weil die sind mir schon zweimal kaputt gegangen und da spare ich mir jetzt das Geld und habe einfach so ein richtig schönes, das kann man gut komprimieren, Reisekissen hergenommen. Und das ist optimal. Also ich finde das sau, sau gut. Und hier habe ich meine Jacke noch drin. Benutze ich auch manchmal als Kopfkissen. Ist optimal. Kann ich nicht meckern. Mhm. Alles gut. Und die offene Variante gefällt mir halt doch am besten. Und deswegen habe ich kein Zelt hergenommen. Du hast gepennt beim Regen heute Nacht? Sau gut. Aber hier war das Ding nach unten geklappt durch die Feuchtigkeit. Deswegen habe ich das jetzt an der Seite mit dem Baumstamm hier hochgespannt. Wenn du mal hier rüber schwenkst, habe ich das abgespannt nochmal extra. Und jetzt habe ich wesentlich mehr Platz hier drin. Finde ich saugeil, die Aufbauvariante. Wunderbar, ich danke dir. Bitte schön. Dann schlaf schön weiter, ja? So, der Sven hat meine neue Rodko-Jacke an, die ich mir gestern gekauft habe. Sven, stell dir uns doch mal vor. Ja, das ist eine Softshell-Jacke mit Unterarmbelüftung, Taschen an den Oberarmen, ziemlich handgroß. Hm? Auf beiden Seiten passt eine ganze Hand rein. Brusttaschen, sehr groß, sehr geräumig. Mhm. Drehen Sie sich mal um. So, hier ist auch ganz interessant, nochmal Taschen. Und diese Kapuze-Hilt, die kann man wegmachen auch oder da reinpacken in den Kragen. Ah, ja. Klettflächen, ja, ganz genau. Wichtig. Ja, hier, neues Patch heute besorgt. Hm. So. Jawohl. Sollen wir noch? Ah, Innentasche. Innentasche, natürlich. Innentasche. Brauchst keinen Rucksack mehr bei der ganzen Jacke. Nein, nicht wirklich. Ja. Also EDC ist am Mann. Genau. Und sie ist sehr angenehm zu tragen, sie ist bequem. Ich sage an dieser Stelle gute Nacht. Wir sehen uns gleich. Bis morgen. Ciao. Morgen, René. Wie hast du denn geschlafen? Ich habe super geschlafen. Wie war der Abend gestern?
ausgerastet. Besten Abend, den es gab, muss ich ehrlich sagen. Abschiedsabend, gell? Ja. So, alles eingepackt, jetzt gehe ich Frühjahr runter. Februar. Februar, genau. Genau. Moin. Morgen. 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 So, Freunde, das war's von einem kleinen Eindruck von unserem Treffen. War eine schöne Zeit, wieder mal. Und damit verabschiede ich mich. Sitzen wir noch ein bisschen da und ratschen einfach. Und dann war's das. Bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal. Danke fürs Reinschauen. Servus, ciao.